In diesem Video möchte ich Ihnen das Optionsmenü vom Entertain TV Media Receiver zeigen. Ich bin jetzt hier im Fernsehsender Arte. Wenn ich jetzt die Optionstaste drücke, weil es diesen Sender ja in HD und SD Qualität gibt, habe ich hier die Möglichkeit, zum Beispiel von HD in SD zu schalten. Sieht man jetzt hier unten auch, er hat jetzt hier auf SD umgeschaltet. Hintergrund ist, wenn Sie zum Beispiel mit dem Zweitreceiver bei langsamer Internetverbindung auch eine Sendung schauen will und da dann ja nur zwei SD-Streams möglich sind, dann können Sie halt hier aktiv umschalten. Oder wenn Sie eine Sendung aufnehmen und eine Sendung schauen wollen und ebenfalls nur einen langsamen Internetzugang haben, dann können Sie das hier über das Optionsmenü umschalten. Weitere Funktionen, die zur Verfügung stehen, sind Senderlisten, wenn Sie sich welche auf Favoritenlisten angelegt haben oder auch hier den Sender zu den Favoriten hinzufügen. Dann gibt es hier Sprache und Ton. Es gibt hier einige Fernsehsender, wie jetzt am Beispiel Arte, die tatsächlich in zwei Sprachen senden. Und dann kann ich hier zum Beispiel auf Französisch umschalten. Und habe jetzt hier Französisch als Sprache. Des détails nombreux et pourtant si vague. Au XXe siècle, les Artes und habe jetzt wieder auf Deutsch zurückgeschaltet. Systematisch zu ergraben und ihre eine weitere Funktion, die sich unter dem Optionsmenü verbirgt, ist das Seitenverhältnis beim Bild. Wenn Sie zum Beispiel hier so eine alte Sendung haben wie bei RTL Plus, haben Sie hier die Möglichkeit, über die Option vom 4:3 Format quasi einen Zoom zu nutzen, dass diese schwarzen Ränder verschwinden. Ich habe jetzt hier zum Beispiel den Zoom 3. Das stretcht ja das Bild ein bisschen, schneidet ein bisschen die Ränder oben weg und dadurch sind einfach rechts und links die schwarzen Balken nicht mehr da. Also auch eine nützliche Funktion, wenn Sie das Bild füllend haben möchten. Ebenfalls schöne Funktion auf der Entertain-Fernbedienung ist die Zurücktaste. Damit können Sie immer zwischen den letzten beiden Sendungen oder Sendern, die Sie genutzt haben, hin und her schalten. Also zuletzt hatte ich Arte an und wenn ich jetzt wieder zurückdrücke, springe ich wieder auf RTL Plus. Also mit der Zurücktaste können Sie einfach die letzten beiden Sender immer hin und her switchen, zum Beispiel wenn Werbung kommt und Sie einfach zwischendurch was anderes schauen möchten. Alles in allem viele Funktionen. Der Media Receiver hat ein digitales Tonsignal und natürlich HD-Qualität, wenn Sie einen schönen Fernseher haben, der dann HDMI unterstützt. Dann haben Sie also beste Bild- und Tonqualität mit Ihrem Entertain TV.